So, müsste alles passen. Mein Gott. Ich mach mal kurz Fenster zu. Es fängt an, draußen ein bisschen zu stürmen. Heute ein meiner Meinung nach interessantes Thema, das in letzter Zeit ein bisschen öfter aufgekommen ist, zumindest bei mir. Level 40, nicht Level 40, 40 Millionen geschafft, zweimal Level 40. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Video gestern dazu gesehen. Also ich fahre jetzt die Tage weg und produziere ein paar Videos vor. Also ich weiß noch nicht genau, wann was hochgeladen wird. Also könnte ein bisschen verwirrend sein. Auf jeden Fall, ich habe Level 40. Wieso sage ich immer Level 40? Auf jeden Fall habe ich 40 Millionen erreicht. Am Sonntag zum Ende des Events. Event war richtig cool, muss ich glaube ich nicht nochmal sagen, aber ich sage es trotzdem. War saftig, viele Leute kennengelernt, viele Zuschauer. Hat mich echt gefreut. Und die letzten 2 Wochen hauptsächlich in Pasing verbracht. Das ist einer der 3 Hotspots hier in München. Es gibt 3. Das ist einmal der Bordeaux-Platz. Da gibt es 4 in der Mitte. Und dann 2 hier außen und 2 hier außen. Da kann man eine große Runde drehen für 8. Oder eine mittlere für 6. Oder man bleibt sitzen für 4. Und dann gibt es Schloss Oberschleißheim mit 5 in der Mitte. Wobei eins davon eine Arena geworden ist. Dann nochmal 2 ein bisschen weiter oben. Da kann man hier eine Runde drehen für jetzt 6. Früher waren es 7. Und dann gibt es nochmal 4 hier ein bisschen an der Seite. Dann konnte man eine große Runde drehen für 5, 7, 11. Aber da ist auch eins zu einer Arena geworden. Sprich, jetzt gibt es maximal nur noch 9. Und dann halt Parsing mit was weiß ich wie vielen Modulen. Wieso erzähle ich euch das? Weil Parsing jetzt der neue Hotspot geworden ist. Durch das Event. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Zukunft auch so sein wird. Aber wie gesagt, die letzte Zeit sehr viel in Parsing verbracht. Und der Unterschied von Parsing zu den anderen Sachen ist, dass in Parsing auch viele normale Leute, also nicht Pokémon-Spieler, unterwegs sind. Und ich meine, ihr könnt es eh am Titel schon erraten. Also, da gab es auch jetzt in letzter Zeit nicht unbedingt Stress, aber es haben eine Menge Leute gepöbelt, ein paar dumme Kommentare hinterlassen und keine Ahnung, was mit mir los war. Ich war eigentlich nicht gereizt, war eigentlich eine chillige Zeit mit euch, aber irgendwie habe ich in den letzten 2 Wochen echt eine Menge zurückgepöbelt. Dazu kommen wir gleich noch. Also, der Unterschied halt zu Bordeaux-Platz und Schloss. Also Schloss ist sowieso richtig am Arsch der Welt. Ja. Ich musste übrigens ein paar Sachen hier im Video zensieren. Also sprich, ich habe auch ein paar jüngere Zuschauer oder ein paar Leute, die mit ihren Kindern das anschauen. Also es werden ein paar Schimpfwörter fallen. Ich versuche alle zu zensieren. Aber falls ihr nicht wollt, dass eure Kinder ein paar Schimpfwörter hören, dann sollten die jetzt weg oder abschalten. Schloss Oberschleißheim, richtig weit weg. Also weit weg ist es nicht, aber richtig abgeschottet. Und da kommt man echt nur hin zum Pokémon-Spielen. Oder halt die Leute, die das Schloss besuchen wollen. Ein paar Hochzeiten gibt es, aber da gibt es eigentlich nie Stress. Man ist halt echt unter sich, nur die Pokémon-Spieler kommen dahin. Und Bordeaux-Platz ist halt eigentlich ziemlich zentral. Da gibt es halt ein paar Jogger, ein paar Fahrradfahrer, aber die sind halt schnell wieder weg. Die gehen halt nur kurz durch. Und mit denen gab es auch nie Stress. Es gab eine Situation, da gab es mal Stress. Da habe ich eigentlich relativ cool reagiert, also eigentlich vollkommen ignoriert, aber Kogge hat es irgendwie hart mitgenommen. Da waren halt 3 Besoffene und ja, ein bisschen auch wieder dumme Kommentare hinterlassen. Und also mich hat es kalt gelassen, aber Kogge wollte ein bisschen Stress machen. Ist aber zum Glück nicht ausgeartet, die sind dann abgehauen. Aber jetzt in Pasing, in den letzten 2 Wochen, ich würde doch sagen, ungefähr fast 10 Mal, dass, also nicht, dass ich dumm angemacht wurde, sondern allgemein in die Menge, weil sind halt vorbeigelaufen, nebenbei gelaufen, kamen ein paar dumme Kommentare und ich konnte es mir irgendwie nicht verkneifen und musste ein paar Sprüche zurückgeben. Ein paar waren richtig saftig und ja, das ist das Thema von heute. Also relativ zwei Themen, die sich schneiden. Thema Nummer 1: Werdet ihr dumm angemacht beim Pokémon-Spielen? Ist euch das schon mal passiert? Und Thema Nummer 2 oder Frage Nummer 2 ist, schämt ihr euch dafür, dass ihr Pokémon spielt? Also ich habe jetzt viele von euch kennengelernt und ich habe gesehen, ich habe echt eine breite Masse an Zuschauern, also von kleinen Kindern bis hin zu Jugendlichen, mein Alter, bis hin zu Erwachsenen, bis hin zu echt älteren Leuten, 60, 70 plus, also da ist alles vertreten. Und natürlich ist für jeden die Situation anders. Es gibt, ich glaube mal nicht, dass irgendein 70-Jähriger jetzt dumm angemacht wird.
dass er Pokémon spielt oder irgendein eine Hausfrau mit ihren Kindern. Aber so Jugendliche oder Kinder, die werden vielleicht nicht auf der Straße, aber so von ihren Klassenkameraden oder so vielleicht leicht verarscht, schnell verarscht, weil in dem Alter die Trends kommen so schnell und wenn man da irgendwo hängen bleibt, dann wird man schnell und leicht verarscht und ausgegrenzt von den anderen. Also schreibt da unten in die Kommentare eure Meinung, eure Erfahrung. Und ich denke mal, dieses sich schämen für das Spiel, das betrifft auch eher die Jüngeren. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt ein 40-jähriger Mann, Businessman oder so, der nebenbei Pokémon spielt, sich dafür schämt oder so. Also, und jetzt ich zum Beispiel auch nicht. Also ich denke mal so, alle, die noch in die Schule gehen, ich kenne es ja von früher, Yu-Gi-Oh! Oder so. Das war jetzt ja auch nicht so das Top-Hobby, wo jeder rumgeprallt hat, dass er Yu-Gi-Oh! Spielt. Also das wurde auch sehr oft und gerne verheimlicht und da haben sich auch sehr viele geschämt. Und wie gesagt, das betrifft halt echt hauptsächlich die Schüler, die sich halt vor ihren Klassenkameraden oder so schämen, aber irgendwann erreicht man dann ein Alter, wo das dann echt vollkommen egal ist. Ich denke mal so, echt nach der Schule, nach dem Abi zum Beispiel bei mir, die meisten siehst du eh nie wieder, also vollkommen scheißegal, was die denken. Also war es ungefähr bei mir. Und da habe ich auch wieder mit Yu-Gi-Oh! Angefangen. Also nicht, dass ich damals aufgehört hatte wegen den anderen oder weil ich mich geschämt habe. Ich habe einfach so aufgehört, aber danach habe ich angefangen und gar nicht verheimlicht oder so. Direkt Facebook und alles, dies geliked, kommentiert die ganzen Sachen. Tati postet so Yu-Gi-Oh! Decklisten direkt an meine Facebook-Pinnwand und so. Also da, als ich zurückgekommen bin, absolut kein Geheimnis. Genauso wie bei Pokémon. Ich zock das mitten auf der Straße, Handy draußen. Natürlich ist Handy draußen, sonst wäre ich nicht Level 40, zweimal. Und mich juckt es halt echt gar nicht. Aber jetzt im Parsing kamen echt ein paar dumme Kommentare. Und ich konnte es mir echt irgendwie nicht verkneifen, da ein bisschen zu kontern. Also ich kann mich noch an das erste Mal erinnern. Das war am Sonntag. Ich bin von Prag zurückgekommen und habe Julian getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob Julian das überhaupt gehört hat oder nicht. Also da sind wir alle zu einem Kangama gegangen und da waren drei vor uns und die haben irgendwas gelabert. Und wie gesagt, ich konnte mir nicht verkneifen und habe irgendwas zurückgeblärt, zurückgepöbelt. Wie gesagt, keine Ahnung, ob Julian das mitbekommen hat. Und falls ja, dann dachte er sich wahrscheinlich auch, was für ein Assi ich bin. Und wie gesagt, das ist jetzt in den zwei Wochen echt öfters passiert, wo Leute einfach so durchgehen und dann irgendwelche richtig dummen Kommentare hinterlassen. Und ja, keiner hat was gesagt, außer mir. Natürlich, man muss jetzt nicht irgendwas sagen, man muss echt keinen Streit anfangen, aber weiß nicht. Also irgendwie finde ich das auch falsch, dass man nichts sagt und das so hinnimmt. Also ich denke mir halt, Digga, wer denkst du, wer du bist, Mann? Pass mal auf, was du sagst, weißt? Irgendwie so, also ich will jetzt nicht anfangen zu ragen. Ja, und die meisten, bei denen ich gekontert habe, bei denen ich zurückgepöbelt habe, die haben direkt ihr Maul gehalten und haben dann gar nichts gesagt, Schwanz gekniffen und sind weitergegangen oder stehen geblieben, was auch immer. Aber in Parsing ist das jetzt echt sehr oft passiert. Keine Ahnung, da sind halt die Leute und die freuen sich, die schreien halt so, Kangama hier, Kangama da oder Inkognito oder so. Und dann kommen so dumme Kommentare wie, oh, Glumanda hier, Glurak hier, hier ist ein Pikachu, ich habe Pikachu gefunden. Und ich will gar nicht sagen, was ich dann drauf geantwortet habe, weil das ist echt nicht jugendfrei. Aber nach meiner Antwort dann waren die meisten still. Aber wie gesagt, das ist mir aufgefallen, das ist relativ häufig passiert. Und ich denke mir halt, was geht bei denen ab? Da stehen keine Ahnung 100 Leute und die sind alleine und pöbeln rum. Wir können froh sein, also ich weiß nicht, so wie ich aufgewachsen bin, wenn einer rumpöbelt, dann muss er auch mit den Konsequenzen rechnen und erwarten, dass zurückgepöbelt wird oder Schlimmeres. Und dass die Leute gar nicht damit rechnen, irgendwie, dass sich die Pokémon-Spieler wehren. Also das hat mir gar nicht getaugt. Dementsprechend bin ich da ein paar Mal, habe ich da die Kontrolle verloren. Aber wie gesagt, nichts allzu Schlimmes und ich muss mich eigentlich zusammenreißen. Jetzt, wo ich ein Image habe und sogar der Manager von Parsing mich angesprochen hat, also da muss ich echt meine Geduld ein bisschen besser bewahren. Aber schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Erfahrungen so gemacht habt wie ich. Werdet ihr auf der Straße dumm angemacht beim Spielen? Für die Jüngeren, schämt ihr euch für Pokémon Go. Wissen eure Klassenkameraden das? Werdet ihr verarscht? Und für alle anderen, auch Ältere, habt ihr Probleme? Werdet ihr, also dumm angeschaut wird man immer, aber gab es auch schon mal Stress, wirklich Probleme? Oder echt nur so Pöbeleien wie bei mir?
Schreibt das alles unten in die Kommentare, eure Meinung, eure Erfahrung, würde mich echt interessieren. Aber das war's, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.